Scheiße, Mann. Wir konnten das immer noch nicht wegstellen und umstellen, weil die Termine verschoben wurden. Das ist ja ein reines Chaos hinter mir. Oh mein Gott, ist das ein Zufall? Wir spielen heute Ostmenschen. Da steht Chaosmenschen, da steht eigentlich Chaosmenschen. Chaos, Chaosmenschen ist ein Room Escape Spielchen, das sehr interessant aussah. Also das heißt also, du bist in einem Raum und musst Rätsel lösen, um rauszukommen. Und ich hab voll Bock drauf. Let's go, Mann. Okay, das ist kein Raum. Wo bin ich? Ich fühle mich so schwummerig. Ja, wir sind anscheinend in einem Käfig. Wir wurden gefangen. Mom? Okay. Mom? Mom, ich will raus. I need to get out of here. Ich muss hier raus, Mann. Mom, bitte. How to play. Tap on the objects that appear on the screen to open interact with. Okay, okay, man kann sie anklicken. Auf dieses Icon kann man klicken, um Informationen zu sammeln. Und das ist zum Mitnehmen, oder? Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, ich hab's glaubt. Man kann Sachen kombinieren, man kann Hilfe holen und dies, das. Alles klar, fangen wir mal hier an. Wir sind hier im Käfig. Okay, Joe. Schon ein paar Tage haben wir hier verbracht. Da ist ein Zettel. Fangen wir damit an. Liebe Brüder, heute verspürte ich wieder einen Ruf von Cthulhu und habe wieder einen Gefangenen in den Käfig getan. Okay, die wollen mich auf jeden Fall für die wollen mich opfern, Mann. Aber die sind gerade im Urlaub und die hoffen, dass mit mir nicht das gleiche passiert wie mit dem letzten. Die wollen nicht aus dem Urlaub zurückkommen und eine Leiche im Käfig finden, ja. Ihr habt Probleme, ihr tut mir sehr leid. Oh, die wollten auch ein paar Hinweise von früherem Typen, die sie hier gefangen haben, vernichten. Aber ich glaube, im Käfig sind noch ein paar, wie zum Beispiel Blutflecken vorhanden. By the way, we should change the lock, it doesn't work properly. Oh, das ist interessant. Okay, das Schloss funktioniert also nicht richtig. Okay, car we gave him to entertain. Okay, Adapt Brand, alles klar. Das hier scheint nicht mehr so stabil zu sein, weil der letzte, den sie gefangen haben, mit einem Auto dran gespielt hat oder so. Okay, hier ist ein Stock, pass auf. Okay, wir haben auf jeden Fall hier einen Ast, den können wir mitnehmen. Perfekt. Was ist mit dieser Mausefalle? Nehmen wir auch mit. Ouch, it hurts. Oh, das tut weh, ich werde das nicht anfassen. Wie wär's, wenn wir das... Da ist ein Loch drin. Oh, das ist wichtig, glaube ich, das ist wichtig. Ein kleines Loch. Aha, aha, aha. Okay, pass auf. Dann lass uns mal ganz kurz ins Menü gehen. Das hier auswählen. Das hier auswählen. Ah, jetzt haben wir es hier oben. Okay, sehr schön. Jetzt schließt das Ding. Und perfekt. Wir haben sie ausgelöst. Mousetrap 0, Branch 1. Epic Win. Nice. Aber was bringt mir das denn jetzt eigentlich? Da ist ein A. Ich kann sie jetzt mitnehmen. Okay, ich habe sie mitgenommen. Kann ich sie... Was? Ich habe das Ding abgemacht. Oh, ich dachte schon, ich habe ein Brecheisen bekommen, aber das ist nur das kleine Ding. Mhm, das könnte ich vielleicht benutzen als kleinen Lockpick. Weißt du? Komm, nimm das mal mit, schließ das wieder und wir können tatsächlich das Schloss damit knacken. Verdammt nochmal, du bist echt gut. Viel zu einfach, um ehrlich zu sein. Das Ding ist aber kaputt gegangen und there was a toy car inside the padlock. Oh, da war ein Spielzeugauto drin. Okay, haben wir es jetzt im Inventar? Ja, kann ich das vielleicht weiter untersuchen? The wire fits into the hole on the car. I just need a place to set it. Warte mal. You kidding me, right? Nein, nein, nein. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, was du willst. Okay, pass auf. Wähl das mal aus und pack's hier hin. Das geht. Oh Gott, okay. Es funktioniert. Warte eine Minute. Wieso bin ich so fröhlich? Das weiß ich nicht. Und jetzt soll ich das Ding daran machen? Okay, das ist einfach nur pures Rumgeklicke. Ich hab... Okay, es funktioniert aber. Hey, es funktioniert. Was? Und jetzt? I can't bend it with my hand. It could hurt me. Okay, dann nimm mal das hier, um es damit zu... Was hast du vor, Mann? Ha? Okay, jetzt hat es die richtige Form. Ah, kann ich jetzt damit etwa weiter das Schloss knacken? Oh, klar. Hä? Wow, muss man eine Fantasie haben, um das hier als Lösungsweg in das Spiel einzubauen. Okay. Ja, nimm das, Houdini. Ich bin der wahre Entfesselungskünstler. So. Jetzt sind wir raus und kommen in ein sehr gruseliges Zimmer. Ich sollte das Licht anmachen, bevor ich weitermache. Alles klar, das ist eine sehr gute Idee. Das Licht ist hier oben, die Lampe. It's too high. Okay, pass auf. Kannst du da etwas gegenwerfen? Wir haben nichts mehr im Menü. Okay, Inventar meinte ich. Ich sehe jetzt auch leider irgendwie
Nichts weiter. Was ist das hier? Es ist leer. Farewell to my plans to set this on fire. Ach so, das ist eine Streichholzschachtel. Die ist leider leer und wir können das leider nicht alles abfackeln. Kannst du es denn mitnehmen? It's empty right now. It's useless to me. Okay, was ist das hier? Kann ich nicht anklicken. Wie sieht's hier aus? Ich fühle mich wunderbar, dass ich weiß, was für eine Art Buch das ist. Vielleicht kann ich das mit etwas Licht lesen. Ja, das ist eine gute Idee. Das Ding ist halt nur, kannst du hier draufklettern? I will not go back in there. Was ist das denn hier? Es hat mich voll erschrocken, Mann. Aber wer weiß, was da drunter ist? Aha, okay, eine Puppe ist da drunter mit einem Knopf. Vielleicht geht damit das Licht an? Tatsächlich. Und wir haben Licht. Perfekt. Da ist Blut auf dem Boden, der zum Schrank führt. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Vielleicht ist da der vorherige Typ, den sie gefangen haben. Oh, ich will auf jeden Fall nicht im Schrank enden. Das ist ein Brecheisen. Nimm mit. Sehr schön. Das Buch können wir jetzt lesen. Cthulhu. Okay. I don't remember to have studied about him in the history books. Okay, ich kann mich nicht daran erinnern, über ihn etwas studiert zu haben. Pass mal auf, warum ist hier eine Autobatterie? Okay, hier ist einfach eine langweilige 12-Volt-Batterie, alles klar. Okay, nimm das nicht mit, sonst kriegst du einen Elektroschock. Sehr gutes Argument. Die Musik ist ein bisschen sehr nervig. Okay, hier sind auf jeden Fall Kerzen, die kann ich dann anzünden wahrscheinlich später, nicht wahr? Da ist ein Knopf, das hier kann ich doch mitnehmen. I can't take it with my hands, it vanished between my fingers like time. How much cheap poetry I can think of in these situations. Okay, dafür brauchen wir also irgendeinen Behälter, um das mitzunehmen. Wie sieht's mal aus mit dieser Vase? Ich kann's nicht nehmen. Es kann eine emotionale Bedeutung für jemanden haben. Du bist hier gerade in einem Käfig und solltest geopfert werden. Was zum Teufel? Das ist eine Blumenvase. Die können wir aber leider nicht mitnehmen. Wie sieht's aus damit? Hier ist noch eine Leiter. Guck mal. This could be my stairway to heaven. Ah, sehr witzig. Nimm sie mal mit. Okay, die Leiter nimmst du aber mit. Okay, interessant. Oh, guck dir das mal an. Nehmen wir das Tape mal mit. Die Batterie nehmen wir mit. Und irgendwie ein Kleidungsstück. Okay. So, es gibt noch so viel zu entdecken. Das kann ich auch mitnehmen, heilige Scheiße. Einfach alles mitnehmen. Hä? Oh mein Gott. Ja, sieht so aus, als wäre das nicht so gut gelaufen für jemanden. Ja, der hält aber etwas fest. Vielleicht kannst du es ja nehmen. Ich habe die Passage gefunden. Es ist ein Dead End. Es gibt keinen Weg raus. Die Tür hat sich verschlossen, als ich reinging. Keiner hat dran gedacht, ein Türknauf auf diese Seite zu installieren. Was für ein lustiger Witz des Schicksals. Ich bin sehr gut im Übersetzen. PS, ich kann die Ratten um mich herum hören. Oh Gott, ich glaube, die haben längst bemerkt, dass ich hier unten bin. Und werden weiter dran knabbern. Adapt Billy. Okay. Kann ich da sonst etwas machen? Etwas mitnehmen? Okay. Okay, das ist einfach nur eine Leiche. Alles klar. Gut. Pass auf, wir haben jetzt auf jeden Fall ziemlich viel Stuff im Inventar, nicht wahr? Wir haben hier das hier. Uff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben ein Brecheisen. Oh, warte mal. Vielleicht kann ich mit dem Brecheisen das hier aufmachen. Wardrobe closed with rope. Vielleicht durchschneiden, nicht wahr? I don't have the strength to remove. I should cut it with something. Mit irgendetwas aufschneiden. Das Brecheisen. Es ist aber nicht, ne? Ja, hast recht. Warte mal, was haben wir hier? Ein Megafon. It seems to work, but I need some disc. Ein Disc, da ist ein Zettel. Ich seh's. Ups. Es ist auf den Boden gefallen. Das ist ein Bild einer Frau. Schau's dir einfach mal an. Ein altes Foto. Und auf der Rückseite steht Mary. Okay. Nimm es einfach mal mit. Und jetzt haben wir ein Foto von Mary. Kann ich damit etwas... Ich kann es auf jeden Fall kombinieren mit irgendetwas. Da unten liegt noch ein Zettel. Oh Gott. Etwas ist schiefgelaufen mit dem Ritual. Es ist schrecklich. Wir haben das Chaos freien Lauf lassen. Oh nein. Jemand hat in das Gefäß für das Ritual ein Stück Käse reingepackt. Und Cthulhu hat aber Laktoseintoleranz. Oh Gott. Ich leide mit dir. Ich leide mit dir, Cthulhu. Da oben ist noch etwas. Kann ich es mitnehmen? It's too high. Na, da habe ich die Lösung für dich. Zack, zack, zack. Boom. Now I'm gonna go up with no problem. Ja, genau. Und was haben wir hier? Eine Disc. Aber nur ein Stück von einer Disc. Nimm mit. Und hier ist ein weiterer Zettel. Oh boy. Und auf jeden Fall steht hier drin, dass die Tunikas... Ist das die richtige Übersetzung von Tunics? Auf jeden Fall irgendwelche Anzüge, die beim Ritual benutzt haben, sind komplett schmutzig und dreckig und der hat sich jetzt auf jeden Fall zur Reinigung gebracht. Und die haben das auf jeden Fall nicht rausbekommen. Es ist voller Blut und... Ja,
Der hat sich rausbekommen. The Detective is in the laundry. The brother Brad said they will take care of getting ready. Okay, alles klar. Ist, glaube ich, nichts Wichtiges, oder? Versteckt sich hier noch etwas? Sieht nicht so aus. Hat da gerade jemand gehupt? Naja, weiter geht's. Ah, wir haben hier Klebeband. Damit werden wir wahrscheinlich die beiden Teile zusammenkleben, nicht wahr? Sehr gut, dann haben wir die Disc. Da oben ist auch noch etwas, ne? Das ist der Feuermelder. Wie sieht's mit diesem Aquarium aus? Wie sieht's da drin aus? Ich glaube, ich habe sonst alles. Ich bräuchte nur... Oh, ich hab rausgezappt aus dem Spiel. Ups. Die Schubladen sind leer. Die Schubladen sind nicht leer, heilige Mama. Da ist eine Schere. Pot of Sleeping Pills. Ja, nimm mal mit. Eine Schere, nimm mit. Hier ist noch ein Zettel. Zack. Zack. Okay. Pass auf. Dann packen wir jetzt erstmal das hier noch ran. Perfekt. Pass auf. Das rüste mal aus und das stellen wir einfach mal hier rein. Was zum heiligen Teufel? All das, um eine Vase zu zerbrechen? Oh, die Vase ist jetzt kaputt. Was zum Teufel? Da kam ein Geist aus dem Ding. Okay, dann nimm mal mit. Was haben wir denn mitgenommen? Eine Scherbe. Okay, aber wir haben eine Schere. Wir können auf jeden Fall das Ding damit aufmachen. Oder vielleicht ist die Schere zu stumpf, nicht wahr? Let's go. Gucken wir jetzt mal, was sich im Schrank befindet. Dort, wo das Blut herkommt. If I say there are scissors without sharpening, it's because they aren't good for cutting, right? Ah, die sind stumpf. Wer hätte das gedacht? Dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Das hat funktioniert. Perfekt. Okay, was ist da? Ein gut improvisiertes, Item, um die Dinger durchzuschneiden. Ich wundere mich, warum sie warum sie verschlossen waren. Von innen? Okay. Zeig mal her, was haben wir hier? Nette Schuhe. Irgendetwas steht auf den Sohlen der Schuhe, aber die sind sehr dreckig und ich kann es nicht lesen. Gut, wir müssen die Schuhe irgendwie sauber machen. Was gibt's hier? Double bottom of the wardrobe. Double bottom of the wardrobe? Of air coming from the other side. Okay, warte, das ist ein doppelter Boden? Moment mal. Wir haben tatsächlich das Brecheisen noch. Sehr schön. Pass auf. First I should equip an object from my inventory and then try to combine it. Achso, nein, 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 nicht die Schuhe, nicht die Schuhe. Der doppelte Boden. And why I would want to do that? Weiß ich nicht, wo ist denn der doppelte Boden? Das sind die Kleidungsstücke. Die kann ich nicht mitnehmen. Ich muss den dämlichen doppelten Boden erwischen. I have broken the double button. Now I can get access to the continuous room. Moment mal. Weiter? Aber ich bin hier noch gar nicht fertig. Habe ich etwas, womit ich sauber machen kann? Wie zum Beispiel das hier. First I should equip that object from my inventory and then try to combine it. Hab ich doch gemacht eigentlich. Da ist Wasser. Wir bräuchten Wasser. Nicht wahr? Wie machen wir? Ich gehe einfach mal weiter. Was passiert? Es gibt tatsächlich noch mehrere Räume und da ist der Exit. Okay, okay, okay. Das macht komische Geräusche. Interessant. Da brauche ich einen Zahlencode. Oh, weia. Das sieht aus wie Spülmittel. Turpentin. Ja, das klingt etwas, was ich auf jeden Fall trinken würde als kleines Baby. Sehr gut. Was ist da noch drin? Oh mein Gott. Einfach alles mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. So viel komisches Zeug. Kann ich dich auch mitnehmen? Na klar. Kann ich dich auch mitnehmen? Ein Rezeptbuch. Eine Cerealbox. Eine Gurke. Okay. Und, haben wir sonst noch etwas? Nichts. Ein Bild. Was es wohl für einen Wert hätte? Auf dem Schwarzmarkt bestimmt ziemlich viel. Da ist noch ein Zettel. Moment mal, Moment mal. Hier sind zwei Zahlen. 18 und 15. Ist das etwas so simpel? 18 und 15. Gehe ich jetzt einfach mal zu 18 oder so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und 15 zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das war's, denke ich mal, nicht. Kein blassen Schimmer, wie sich das irgendwie... keine Ahnung, was ich da lösen... Okay, hier ist noch ein Teppich, den ich natürlich mitnehme. Und da ist eine Trapdoor. With hands impossible to open it. Naja, wir haben unser Brecheisen. Damit kriegen wir alles hin. Give me a point of world and I will move this support. Meanwhile, it doesn't matter. Du faselst komisches Zeug. Ist da sonst nichts drin? Es ist sehr dunkel. Okay, das heißt, wir brauchen also Licht, um da reinzugucken. Um etwas zu sehen. Wir haben hier auch ein bisschen Stuff. Vielleicht leuchtet die Gurke. Oh, Moment mal, wir haben das Ding. Moment mal. Oh, one is enough. I need two batteries. Okay, dann lass uns mal ganz kurz die beiden Batterien kombinieren. Die sind jetzt hier und die packen wir hier rein. Perfekt. Das nutzen wir jetzt, um da reinzugucken. Geheimnisse. Hier komme ich.
Ein Schlüssel, interessant. Und eine ganz gefährliche Ratte, die mich wahrscheinlich angreifen wird. I'm not going to take it with that rat there. It seems hungry. Oh Gott, ja, das sieht sehr hungrig aus. Wir haben doch ein Stück Käse, oder? Hatten wir ein Stück Käse? Das hier sieht aus wie ein Stück Käse. Na, ob das hier wirklich das richtige Teil ist, um diese blutrünstige Ratte abzulenken, die ihr übrigens nicht sehen könnt, weil der Idiot die Cam davor hat? Das werdet ihr auf jeden Fall morgen erfahren, im zweiten Teil. Schaltet ein, ich freue mich auf euch.